König der Spiele werden mit einem Deck aus nur Master Packs. Ich starte mit einem komplett frischen Master Duel Account und nur 10 Master Packs. Daraus baue ich ein Deck und stürze mich in den Rank Grind. Nach jedem Sieg darf ich ein Master Pack öffnen, um mein Deck zu verbessern. Das ist die Master Pack Challenge. Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Die Hand ist okay, aber not the best. Wow, ist es der Self-Burn? Crasht er jetzt echt rein? Er geht rein in die Battle-Phase. Yes! Okay. Jawohl! Okay. Nice. Er hat auch keine Graveyard-Effekts. Chillig. GG, well played. Nice, gib mir ein Master-Pack. So, okay, gib mir ein super sweetes Masterpack. So, jetzt nicht nur Schmutz. Komm. Wir brauchen jetzt mal nicht Schmutz. Ach, Rettungsass-Karte brauchen wir nicht. Boykottwolle. Du erhältst den Kampfschaden, den dein Gegner aus Kämpfen erhalten würde. Falls diese Karte kämpft, nicht zerstört wird und du Schaden gibt diese. Oh, das ist ja absolut Schmutz. Oh, Mann. Lege diese Karte während deiner zweiten Standby nach ihrer Aktivierung auf Friedhof. Photonwechsel. Nee. Oh, ein Level 7 Synchromonster. Yo, während deiner Main-Phase, du kannst zu Normal Summon ein zusätzliches Insekt- oder Pflanzenmonster normeln. Naja, geht so. Geht so. Ja, Simo hat den im Extra-Deck, weil er ein Plant-Insect-Deck spielt, aber ich habe nicht so den Plant-Insect-Support. Gusto Falco. Okay, ich habe keine Gustos. Hexagon Sternritter. Jedes Sternritter. Die Super Rare. Mann, ich ziehe nur Schmutz. Das gibt's nicht. Das ist gerade das vierte Master Pack und wir graden unser Deck. Achso, Legacy Pack habe ich vergessen. Sorry. Okay, vielleicht kommt jetzt. Wir changen mal auf. Nee, Going Second läuft eigentlich ganz gut. Ja, Legacy Packs kommt gleich. Das habe ich vergessen. Aber ey, seit 4 Master Packs ändern wir nichts an unserem Deck. Ja, ich glaube, der Trias Hierarchia, der kommt raus. Der ist mir. Ja, ja, eigentlich ist der zu schlecht. Ey, die Minkanko Strat. Hat sie funktioniert? Und wir topdecken Michi, Alter. Big Boy Dormage. Oh mein Gott, das ist. Ist das einfach die Strat? Als Quick Effect Trias. Oh mein Gott, das ist die Wombo Combo. Ich sag, ich nehme ihn raus. Ich lass ihn doch drin, Alter. Wie geil ist das denn? Bevor sich Michion zurück ins Deck shuffelt, werden wir ihn mit Trias als Quick Effect Tributen und Trias specialen, Alter. Le Mau. Le Mau. Oh, what? Das hätte ich jetzt gerade in der gegnerischen Phase machen müssen. Das ist ja cringe. Okay. Passt aber. So, rein in die Battle-Phase. Ja, das ist natürlich ein schlechter Missplay, weil das hätte hier schon Game sein können dann an der Stelle. Okay, ich dachte, ich kann in meiner Standby Michion tributen. Wenn ich das Game jetzt deswegen verliere, wäre schlecht. Aber es ist Turn 5 und unser Gegner hat noch nichts gemacht. Und wir haben ein Punishment, wir haben ein Double Passé. Okay, unser Gegner macht nichts. Hä? Okay, es ist ein Starter-Deck, Andy. Alright. Cool. Free Master Pack. Let's go. Und ein paar Legacy Packs jetzt. Free Win gleich Bad Pack. Ich hatte bis jetzt nur Bad Packs. Das mattert nicht, ob der Win gut ist oder schlecht. So, wir brauchen jetzt hier ganz dringend ein paar Upgrades. Zeus, Handtraps, Pendelkarten.
Imagine die komplette Reihe voll mit Panelkarten. Dann würden wir Panel zocken. Kontakt mit Gusto. Ey, schon die zweite Gusto-Karte. Buntäugiger Lance Dragon. Falls ein Panel-Monster durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, du kannst ein Monster tributen und diese Karte specialen. Aber wir bräuchten mehr... Magistus-Karte. Interesting. Der ist leider ein bisschen zu schlecht. Unermüdlicher Boxer. Haben wir so... Wait. Haben wir Rugal nicht schon? Ich guck mal gleich, was wir an Magistus-Karten haben. Ich habe das Gefühl, wir haben ein, zwei Karten. Der zweite Rugal einfach. Lilienkobra. Nope. Nicht gut. Metaphysischer Faktor. Nicht gut. Orbital 7. Wenn diese Karte aufgedeckt wird, lege eine wird erledigt Boss Zähne. Ihre Attack wird zu 2000. Nachdem du die Artikel durch die Neue geändert hast, kann sie deinen Gegner für den Rest des Spiels nicht direkt angreifen. Was für ein Schwachsinn, Alter. Okay, Legacy Packs. Wir haben 4 Stück. Come on. Grotesk schlechte Packs. Ah, Tornado Wand, das wird nicht gespielt. Enten-Dummy. Das sind Zwillinge. Okay, nope. Lesen wir gar nicht erst weiter. Ein Cyber-Dragon. In deiner Main 2, um ein Monster der Stufe 4 vom Friedhof zu specialen, das in diesem Spielzug durch einen Karteneffekt... Nee, zu specific. Main 2 muss durch Karteneffekt zerstört worden sein in diesem Turn. Nope. Monster Plant. Hallo. Jedes Mal, wenn ein Spieler ein Monster mit einer Ausrüstungskarte ausrüstet. Ah, nee, okay. Oh Mann, ey. Das war ja komplett gurkig, ey. Oh. YouTube, was geht ab? Updated Deckprofil. Wir haben jetzt ein paar High-Level-Karten wie den Trias rausgepackt, hat alles nicht so viel gebracht und haben jetzt eine kleine Magistus-Engine im Namen von 2 Reiona Magistus des Glases mit Magistus Vitra. Die Karte Special Summoned mir ein Magistus-Monster. Und ja, Magistus Reliona searcht sie mir direkt, also on normal oder special summon, kann ich mir eine Magistus-Karte vom Deck meiner Hand hinzufügen. Das heißt, im Best-Case-Szenario habe ich einen Special Summon, Normal Summon Reliona, macht aus den beiden ein Synchro oder ein Link-Monster und habe dann in meiner Hand Magistus Vitra, um die Reliona wieder zu specialen, entweder als Follow-Up oder als weiteres Link-Material oder so. Aber wird auf jeden Fall cool. Das Extra-Deck des Gegners ist nicht voll. Und er passt einfach. Aber das ist der Minkanko-Effekt, Chat. Das ist der Minkanko-Effekt. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Ich glaube, wir machen die Line. Ich heb mir den Starner, glaube ich, auf. Ich normal mein B-Jump. V-Jump. Und wir machen einfach ein bisschen Damage. Und aktivieren jetzt Deckblockade. Wir aktivieren Deckblockade, Chat. Okay. Ich fühle mich gut. Sag ich so, wie es ist. Floodgate regelt. Ist so. Ich sag mal so, er hat eben gerade schon nichts gemacht. Also, wenn er jetzt Turn 3 wieder passt, wissen wir nicht, woran es liegt. Ist es an... Liegt es an seiner Hand oder liegt es an meiner Deckblockade? Aber ich würde einfach mal sagen... Das liegt einfach ganz safe daran... An meiner Strategie. Nummer 1, Minkanko Sleeve hat ihn Angst eingejagt. Nummer 2, Deckblockade hindert ihn an seinen Plays. So verbuche ich mir das. Er passed again. Wow. Okay. Ich würde einfach, um Druck aufzubauen, Tucker normeln, damit wir schneller in den Damage reinkommen. Ich könnte auch... Ich könnte Donnerdolch-Fellsöldner machen oder halt mein Cyburst-Link-Monster und dann wären das schon 5000 Damage. Ich heb mir das aber auf, falls er irgendwie normalt. Also ich könnte hier gerade 5000 Damage machen, aber dann hätte ich so ein bisschen overextended dafür, dass ich nicht Game habe. Deckblockade gilt jetzt noch diesen Zug. Passt perfekt. Er passed again. Deckblockade too strong. Sagen wir, es war die Deckblockade, Chat. Was pitcht er?
Es ist ein Starterdeck Andy, Alter. Wir treffen heute viele Starterdeck Andys. Da geht die Deckblockade. Alright, GG. Noch ein Masterpack. Gib mir ein Masterpack. Wir brauchen Upgrades. Silber 2, Bros. Alright, let's go. Zeus, Handtraps, Pendelkarten, irgendwas. Vampirjäger, Trash. Erzunterwäldler, Trash. Oh. Zweite Paleo-Karte, die wir haben. Weiß ich nicht. Muss ich drüber nachdenken. Dinomorphia, nope. Eine Alien-Zählmarke. Nice. Ey, ist eine Pendelkarte. Low Scale sogar. Orkust. Ich weiß, wie viel Orkust haben wir? Und die letzte Karte ist. Okay, Riskorpio. Okay, aber die Karte, das Pack wurde mir gerade als Super Rare Pack angezeigt. Wo ist denn meine Super Rare? Hä? Wir haben noch zwei Legacy Packs. Falls du zwei oder mehr offene Monster mit demselben Namen, nope. Opferlamm, beschwöre zwei, bla bla bla. Keine anderen Monster, special, sure. Nehmen wir nicht mit rein. Verdeckte Goblin-Mission. Diese Karte kann dein Gegner direkt angreifen. Okay, nope, trash. Wenn du ein Monster Ritual summonst, nope. Ach, das war nur Schmutz. Nur Schmutz! Ohne unser Deck zu verändern, gehen wir weiter in den Rank Grind. Oh ja. Das? Hohoho! Wow, was machen wir? Shtana ist natürlich ein krasser Summon. Ich will lieber Shtana. Weil den Effekt kriege ich in der Endphase erst. Und Rilliona ist direkt. Das ist ja die Combo mit Rilliona. Okay. Wir haben Breakthrough-Skill. Wir können in der Endphase searchen. Unser Gegner hat nur 10 extra Deckkarten. Boah, das ist die Combo-Chat. Das ist die Combo. Wir spielen sogar zweimal die Magistus-Karte, die man searcht. Das heißt, falls wir sie topdecken, ist es nicht so schlimm. Ah, Shuna meine ich. Ja, sorry. Aber das ist auch fucking geil, dass ich mit dem Drachenplaneta... Ich habe basically ein Playset Ashuna, Alter. Mit bisschen Delay. Zweieinhalb, sagen. Ich habe zwei Ashunas und einer ist mit Delay. Set 1. Sieht gut aus. Ja, Breakthrough Skill habe ich schon seit einer Weile. Ziehen wir nicht so oft, aber ist huge. Guck mal. Was macht der Abre? Nichts. Er passt. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass mein Zwergstern Drachenplaneta das Spielfeld irgendwie verlässt, weil so können wir Ashuna nicht special. Aber ist okay. Normal Summon, Rilliona. Rilliona Effekt. Gib mir eine Mag. Alter, ist das so gut? Es ist so gut. Okay. Jetzt machen wir probably den Edignista. Ich mache den Edignista. Und aktiviere seinen Effekt. Wir detachen die Rilliona. Und poppen seinen Spiegelweiser. Ich würde die Rilliona nicht specialen right now. Vor allen Dingen habe ich ihren Search-Effekt schon aktiviert. Weil ich kann gleich... Boah, das ist huge. Ich kann mit Vitra Rilliona vom Graveyard specialen. Und aktiviere ihren Effekt, um nochmal Vitra zu searchen. Wow. Das ist actually huge. Er hat gar keine Chance, Alter. Gib mir ein Masterpack. Gib mir ein Masterpack. Alright. Come on. Zeus. Handtraps. Pendelkarten. Oder irgendwas, was wir in unser... Gottverdammtes Deck tun können. Okay, das ist Schmutz. Eisbarrierekarten generell Schmutz. Oh, was ist das? Gizmek. Die nächste Gizmek-Karte. Du kannst eine Maschine tributen, dessen ATK seinen eigenen Death entsprechen. Das ist er selber. Beschwöre eine Maschine, dessen ATK seinen eigenen Death entsprechen, mit einer niedrigen Stufe. Boah, okay. Bringt uns nichts. Flammentiger. Nope, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Herr des Rots haben wir nicht. Insektohorn, Nisse.
Ah, wir haben leider keine anderen Insektor-Karten, glaube ich. Wir müssten mal gucken. Sternseraph. Wir haben auch keine andere Sternseraph-Karte. Frettchenflammen. Falls die kombinierten ATK aller offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert, höher sind als deine Ey, das ist so eine Ich-bin-voll-am-Arsch-Karte. Die ist echt gut. Das ist im Prinzip evenly matched, wenn ich so voll am Verrecken bin. Okay, ich glaube, die nehmen wir rein. Oh, Super Quant. Okay, okay, wir müssen ein paar Karten gucken, ob wir... Wir müssen gucken, ob wir Super Quant haben. Wir müssen gucken, ob wir Sternseraph haben. Insektor-Karten haben. Ja. Alright, neues Deck. Im Prinzip ist nicht viel passiert. Wir haben ein Fallenmonster rausgenommen und spielen jetzt dafür das Frettchenflammen. Das ist im Prinzip evenly matched, bloß in Super Budget. Falls mein Gegner irgendwie mich auf sehr wenig ATK, wenig Lebenspunkte runtergedribbelt haben sollte, können wir ihn alle Monster weglegen lassen, sodass die ATK auf seinem Spielfeld gleich oder weniger meinen Lifepoints entsprechen. Da soll er dann viel Glück haben, wenn ich 1000 oder weniger Lifepoints habe oder so. Und damit gehen wir weiter rein in den Master Pack Challenge Rhyme. Falls euch das hier Spaß macht, joint dem größten und besten Master Duel Discord Deutschlands, by the way. Worst Case Szenario, wir haben Magistus Vitra gezogen ohne eine Magistus Karte. Okay, mein Gegner settet nur eine. 60 Karten Deck. What the heck? Shardos ist natürlich ein Banger. Es ist Stab des Magiers. Er hat ihn nicht mal genormelt für den Search. Es ist so frustrierend, wie schlecht die Magician-Spieler sind, Alter. So belastend. Der hat wirklich einen kleinen Stab. Es ist die Robe. Okay, wir setten schon mal das hier. Und passen. Oh. Am besten wäre, wenn er mich ganz knapp nicht killt. Und wir das Frettchenflammen triggern. Das wäre gut. Er spielt Shadol Magician. Er verliert Attack Points. Hehe. Okay, wir brauchen einen Normal Summon nur, dann haben wir das Game. Und das kann man auch die ganze Zeit aktivieren, ne? Das ist gut. Okay. Jawohl, das ist ein Normal. Perfekt. Watch this. Ich kann Ashuna specialen. Ich schwöre, wenn er jetzt Max C chaint, ich flip aus. Okay. Ashuna. Ist da. Das sind alles Hexer. Sure. Wir machen mal den Proxy Dragon. Weil ich will mir den Donnerdolch. Obwohl, ne, wir machen Donnerdolch. Wir haben Ungeheuer, wir haben Wurm, wir haben Maschine. Wir machen den Donnerdolch. Hat er jetzt was on summon? Der kann irgendwas machen. Der Frechdachs. Ja, nee, aber. Ja. Okay. Effekt Ishatos. Wir callen Hexer. Dann ist er Giga Lost dann. Also. Digga. Jetzt triggert Schattenpuppe Drache. Wählt eine Spell Trap. Hat auch noch die beste Trap gewählt, die ich hier hatte. Boah, Digga. Ich imagine. Nein, keine Battle Trap. Ich hatte gerade ein bisschen Shit. Angst vor Magic Cylinder, Alter. Okay, er darf keine Hexer specialen jetzt in diesem Turn. Das ist alles feini eigentlich. Wenn da irgendein Hexer normalt, würde ich sogar Double Passé aktivieren, dass er mich direkt angreift, damit ich dann nochmal mit Ishatos Hexer callen kann.
Okay. Er kann nicht reagieren. Ein weiteres Masterpack! Jawollo, Alter. Gegen den besten Dark Magician Gamer in ganz Silber. Haben wir gewonnen, Chat. Das ist natürlich keine hohe Messlatte, aber wir sind Silber One. Nice. Wie viele Wins noch bis Gold? Noch 2 Wins. Komm, gib mir jetzt... Ey, wir haben heute so viele Packs und nichts brauchbar. Eine Shiny One. Okay, Zeus. Pendelkarten. Let's go. Rangsteigerungskarten wollen wir nicht haben. Oh, was ist das? Wähle 3 Monster in deinem Friedhof. Du bestimmst 1 der 3. Dann bestimmt dein Gegner 1 der folgenden Fakte. Special it. Boah! Tschüss! Tschüss! Dafür kommt aber Wasser des Lebens raus, Digga. Ich beschwöre entweder ein Wunschmonster oder 2 Materials. Boah, das ist geil. Das ist geil. Falls ein Monster, das du kontrollierst, ein Monster in Defense angreift, das ist Trash. Oh, jetzt habe ich außerdem alle aufgemacht. Okay. Wow, 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 wait a minute. Falls du ein Cypher-Monster kontrollierst, nope. Ein Feuerempfänger. Ich glaube, die haben wir nicht, die Feuerempfänger. Ja. Dunkelheitsbeschworener Herrscher. Uria, okay. Nope. Chaos-Samen. Falls du sowohl Licht als auch Finsternis Monster kontrollierst, nope. Und ja, Wolf auch nicht playable. Aber die Karte ist nice. Die Karte kommt rein. So, kurzer Deckcheck. Wasser des Lebens ist jetzt rausgekommen. Dafür die bessere Karte. Bedrohliches Erz-Summonit. Ich Special Summon entweder ein Wunschmonster oder mein Gegner sagt, yo, Special Summon 2 Monster aus deinem Graveyard. Absolut insane und damit gehen wir weiter in den Rank Grind. Okay, 5 Karten im Extra-Deck. Ich glaube, Gizmek Okami wird hier heute nicht gesummelt. Und wir haben schon wieder Magistus Vitra gezogen ohne eine Magistus-Karte. Das tut weh. Er passt ohne irgendwas zu machen. Jetzt unser Move. Wir haben einen guten Normal-Summon. Haha. Und wir haben einen guten Set. Aber ich würde einfach reingehen in die Olga. Mit Warrior Lady. Mit Deckblockade. Rinder. Main 2. Das heben wir uns auf. Spell Trap oder Monster Effect in derselben Spalte. Ja, das heben wir uns auf. Wir passen einfach. Deckblockade reicht aus. Let's go. So, macht er wieder nichts. Er passt. Okay, das sieht nach einem Free Win aus. Dann probieren wir es mal so schnell wie möglich zu erledigen. Sagen wir, es lag an meiner Deckblockade, Chat, okay? Sagen wir, es lag an der Deckblockade. Okay, dann passen wir. Ich habe schon wieder die Legacy Packs vergessen. Sorry. Die machen wir gleich dafür doppelt und dreifach auf. Ja, ich glaube, Sam, es gibt einen Zeitpunkt, wenn hier Didi Warrior Lady liegt und der Tucker, dass der Gegner sich nicht mehr denkt. Oh, er könnte Minkanko spielen. Er passt again, ohne irgendwas zu tun. Er muss jetzt eine Handkarte für Size abschmeißen und es ist schon mal wieder ein Starter der Gandy. Yo, was geht ab, Justin? Damit haben wir das Ding, oder? Let's go. Ich bin einfach der bessere Gamer. Ein Win ist ein Win ist ein Win. Wir haben heute ja auch schon echte Duelle gehabt. Aber heute ist echt... Ich weiß nicht. Vielleicht auf dem Montag da zocken, da kommen die Bots raus. Wir müssen öfter auf dem Montag. In der Mitte des Monats auf dem Montag... Die Master Pack Challenge grinden. Das ist the way to go, Alter. Gib mir ein super solid Master Pack. Wir brauchen ein Master Pack mit guten Karten drinne. Starke Sperre ist eine Ritual-Karte. Adler über dem brennenden Land. Nice. Er ist so ein Feuerempfänger für das eine Monster, was wir gerade gezogen haben. Weil diese Karte für einen Synchro-Summon am Friedhof gelegt wird, du kannst diese Karte specialen. Du musst 3 oder mehr Laval-Monster... Oh, okay, nope. Nope. S-Force, nope. Tor der Virtual World. Du kannst eine offene Karte auf Spiel wählen. Mische 2 deiner Verbanden. Nope. Haben wir nicht. Puppenstube. Du kannst einen Vanilla mit 0 Attack oder Death im Friedhof wählen. Ach, nee. Ghost Trick. Ich glaube, es ist schon die dritte Ghost Trick-Karte, die wir haben. Duell quer durch die Dimension. Wähle einen antiken Antrieb. Nope. Und unsere Shiny ist...
Mauer von Kwaku Mairu. Während jeder deiner Endphase zerstöre diese Karte, es sei denn, du legst einen Eisenkern Kwaku Mairu von der Hand auf den Friedhof oder zeigst einen Fels. Ah, nee. Ohne das Deck abzugraden, continuen wir weiter. Ah, nee, warte. Stopp. Abbrechen. Legacy Packs. Ja. Hab mich gerade noch dran erinnert, Alter. 6 Legacy Packs. Let's go. Oh, da ist sogar eine UR bei. Okay, was haben wir hier? Spur der Heiligen. Falls du 2 oder mehr Arten von kontrollierst. Nee. Waldgeist. Okay, Trash. Trash. Du kannst diese Karte normalen, ohne zu tributen. Trash. Okay, die UR. Der Pistolendrache. Pendelmonster. Du kannst einen Würfel würfeln, erhöhe den Pendelbereich dieser Karte. Ey, geil. Alleine mit einer 1 ist es schon okay. Alleine mit einer 1, dann kann ich ein paar Level 4 Monster pensammen. Und zur Not ist er ein Level 7 Monster. Ey. Geisterfleisch. Nehmen wir. Die Karte ist gut, aber es gibt keinen Weg, wie ich sie jemals beschwören werde. 3 Monster der Stufe 10, aber es hab hier einen Flederwisch. Und der darf die Karten nicht dran chainen an ihn. Okay. Funken. Golgoil. 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 Oh Mann, ey, ich zieh nur Käse. Oh, XY Cannon Dragon. Schmutz. Alright, gut, jetzt gehen wir weiter in den Rank Grind, ohne unser Deck abgegradet zu haben. Wir sind einen Win davon entfernt, auf Gold zu sein, Chat. Wir sind einen Win entfernt, davon Gold zu sein. Okay, unser Gegner hat wieder ein schmales Extra-Deck. Michi. Boah, ich mag das nicht, mit Schicksalsfee N zu starten, ne? Oh. Ist es ein Burn-Deck? Ist es ein Self-TK-Deck? Ranken wir mal wieder verdient auf. Okay. Wir haben ein paar Banger auf jeden Fall. Hey, stopp! Was war das denn? Bro! What the fuck? Der hat mich meine Echatos abschmeißen lassen. Was denn das für ein Lümmel? Hä? No! Was passiert hier gerade? Digga, hä? Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Alter. Unmittelbares fallen lassen, wenn dein Gegner seine Hand ein oder mehr Karten von seinem Deck hinzufügt. Einschließlich durchziehen, er muss eine Karte abschmeißen. Was ist das denn? Draw. Draw-Phase. Er passt. Okay, ja, nice. Und wir ziehen kein Monster nach, no. Oh mein Gott. Der Textwechsler. Greift er an? Nee, ich wollte schon sagen, Digga. Mit 100 Attack Points angreifen wäre auch lebensmüde. Okay. Ne, ich muss ihn ja erstmal angreifen. Und ich habe Punishment, theoretisch. Aber ich darf dann nicht mehr vom Extra Deck Special nach Punishment. Das müssen wir bedenken. Ja, den muss ich angreifen. Am besten mit meinem Schicksalsfee-Monster mit 0 Attack. Raigeki! Wenn er... Der Value ist so low. Er geht rein in die Olga. Das ist okay, lassen wir durchgehen. Wow. Ja, das ist wirklich wow.
Let's go. You're a third-rate Duelist with a fourth-rate deck. Okay, watch. Normal Summon, Reliona, Effekt Reliona, add a Magistus, Spell Trap. Imagine Imperm Ash jetzt. Oh mein Gott. Jawoll, es wird geasht. Es wird geasht. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Let's go, Punishment. Wir nehmen den Bre, den wir eh nicht sammeln können. Und wir gehen rein. In die Battle-Phase, I guess, für 800. Insane. Noch eine Gelee-Kanone. Es ist nicht dein Ernst, Bro. Alright, nice. Aktuell derjenige mit dem höchsten Damage, Textwechsler auf dem Board, hallo. Hat schon 100 Damage reingeschallert. Können wir das überbieten? Nice, er passt. Wie genießt ihr eure Suppe, Chat? Ich mag die Tex-Mex. Oh, das ist ein guter Normal. Guter Normal. 1-6. Respectable. Jetzt, watch. Dritter, Nico Plattenbeck. Was geht ab? Gold 5 will verdient sein. Ich sehe es auch so. Dritte Gelee-Kanone. Watch. Okay, keine dritte Gelee-Kanone. Nice. Nice, nice, nice. Er summont jetzt die dritte Kopie Gelee-Kanone wahrscheinlich. Come on. Und nochmal 1-6. Er kann respawnen, aber. Komm, Gelee-Kanone, die dritte. Do it. Wir wissen alle, dass du es machen willst. Yo! Okay, was machen wir dagegen denn? Weiter angreifen? Nee. Main 2. Ich würde meinen Dragster setten. Ich habe nicht so viel Schiss vor seinem Monster. Und mit der Oase kann ich das Schicksalsfee-Monster holen. Und mit dem Dawn Dragster noch ein Monster. Also wir könnten in den Link 4 kommen. Wir könnten in Topologic Zero Boros reinkommen. Ist die Frage, ob das worth it ist, aber ich weiß es nicht. Was sagt ihr, Chat? Auf den Summon kann er schon mal nichts machen. Fünfer, wenn du gewinnst, ich werde safe gewinnen. Ich werde das safe gewinnen. Ich sag so, wie es ist. Die Frage ist, was ist der safeste Move? Wahrscheinlich hier den Eddig Nister, um ihn zu zerstören. Oder Schlimme Sünde, um ihn temporär zu banishen. Okay, wir machen so. Okay, wir beschwören die Schlimme Sünde. Effekt Schlimme Sünde. Okay, Oase, Special Summoned in Defense. Ich könnte halt direkt noch on top in mein Synchro 5 gehen. Das wären 5500 Damage. Aber das würde nicht so viel, also will ich nicht riskieren. Dafür, dass ich dann hier eh nicht Game habe. Okay, also den nächsten Spielzug, wenn er jetzt nichts Krasses committet, könnte ich schon Game haben. Ja. Die Trap-Monster, wenn sie... Ich weiß nicht, wieso das funktioniert, aber wenn die per temporär gebett... schwarzes Loch. Okay, krass. Gut. Okay. Sword Structure Deck. Mit Textwechsler? Nee. Das klingt mir ein bisschen zu random. Er hat einen Target für den Wächter des Goldenen Landes. Er hat ein Target. Oh no. Sind wir guckt? Elixier. Okay. Oh boy. Right, Normal Diva. Was macht er jetzt? Da kommt echt Eldritch, Alter. Spielen wir echt für unser Rank-Up-Game gegen Eldritch? Wahnsinn. Okay. Er negiert seinen Eldritch und boostet ihn für 400. Sure. Das nehmen wir doch in Kauf. Sicherlich. Dann machen wir jetzt unseren Eddig Nister. Der Sister Fister. Alright, let's go.
Pop den Eldritch. Leider gibt es für uns keinen Weg, das Game an der Stelle zu securen. Aber wir haben Double Passé. Und das ist der Meme-Move. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff auf ein Monster in offener Angriffsposition deklariert, ich mache das zu einem direkten Angriff und füge dem Gegner Schaden in Höhe der ATK des Angriffsziels zu. Und dann könnte ich, falls er dann dadurch nicht stirbt, kann ich danach direkt angreifen. Also Double Passé ist hier GG. Und er kann ja den Eldritch aus dem Graveyard summon. Alright. Das müssten wir haben, Alter. Come on. Ich möchte, dass du einen verdammten Angriff auf mein Monster deklarierst, Bro. Er aktiviert, er macht einfach Yep Activate. Yep Activate. Kater kommt zu Besuch. In der kleinen Facecam sieht man es aber nicht. Aber das Game ist gerade spannend. Deswegen lassen wir es so, wie es ist. Er schnifft an meinem Matcha-Tee. Das ist nicht so für Katzen. Okay, Eldritch, der böse Lord, kommt raus. Er geht rein in die Battle-Phase. Oh! Double Passé! Double Passé für Game! Wir gewinnen gegen Eldritch! Gegen Eldritch! Das ist mal verdienter Rank-Up, Alter! Verdienter Rank-Up, Digga! You pack, baby! I cannot believe it. Alright. R Genex Ultimum. Nope. Anlauf gefreiter Command Dynamo. Apparat. Nee. Shinobi-Vogel. Nope. Bürobotter. Ist schon unsere dritte Bürobotter-Karte, by the way. Noch ein Pendelmonster. Okay, nice. Antike Antriebsfabrik. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, das ist schon unser Playset Altair oder so. Gugi Octodehnung. Das war einer der besseren, hatte ich in Erinnerung. Eine Gugi-Karte. Okay, wir gucken mal ein bisschen. So, damit ist unser Deck mal wieder nicht upgegradet. Aber wir gehen mal wieder rein in den Rank Grind. Hand ist, ey, für Going First. Wow. Die Hand ist solid. Die Karte setzen wir später. Das ist eine neue Karte, die wir haben. Summon Need. Dafür müssen wir erstmal ein bisschen was in den Friedhof packen. Okay, mein Gegner. 14 Karten extra Deck. Muss jetzt nicht so schlimm heißen. Wir sind jetzt in Gold. Also hier kann ich auf jeden Fall auch mal erwarten, dass wenn mein Gegner Dark Magician spielt, er nicht komplett misplayt. Normis haben wir jetzt hier aber den Shiranui Seelenmeister. Wir können auch Punishment aktivieren. Ich weiß jetzt nur nicht hier bei Shiranui, wo die Reise hinführt. Ich würde hier actually nicht Dogmatiker Punishment aktivieren, weil die Karte hindert mich daran, aus dem Extra-Deck zu specialen. Und ich will mir mal hier die Option offen halten. Ich hätte gern, dass mein Donnervogel durchgeht, ich bin ehrlich. Oh, ja, guck mal, jetzt. Oh, Avenge-Schrecken? What the hell? Okay. Okay, der macht eigentlich gar... Okay. Die Karte macht gar nichts, aber... Okay, Double Passé. I guess. Ich will mal... Lest den kurz. Okay, gut. Dann aktivieren wir erstmal Donnervogel und hoffen, Donnervogel geht durch. Oh, was ist das? What the frick? Verbanne ein offenes Monster vom Typ Zombie. Du hältst in diesem Spiel so keinen Schaden. Okay, sure. Donnervogel geht durch. Ziehen eine neue Karte. Ach, das ist eine Permatrap. Er kann sich so mittendrin entscheiden. Okay, okay. So, was für ein... Also, er legt hier einen Zombie-Monster vom Deck auf den Grave. Er kann aber auch zwei... Irgendwie macht sein Deck nichts. Okay, ich würde einfach mal... Okay, wenn ich angreife, Stufe mal 2. Das heißt, wenn er ein Level 4 Monster... Nee, er muss ein Level 6 oder höher Monster auf den Grave legen, damit es crasht. Ich glaube, sein Deck ist scheiße.
Und ich gehe einfach mal rein in die Battle-Phase. Und ich greife mal hier mit dem Donnervogel an. Und wenn er seinen Revenge-Shrecken aktiviert, muss ich mal gucken, was er hinlegt. Oder, nee, das ist nicht für Kosten, ne? Ich muss mich jetzt entscheiden zu punishen. Aber ich würde es tun. Also ich habe jetzt hier an der Stelle eh keinen... Ah ja, guck mal. Ah, das ist im Dev... Oh, das hat mich Royal Hops genommen dann. Okay. Okay, das ist nicht so gelaufen, wie ich es gern wollte. Bin ich ehrlich. Okay. Also ich hatte heute Bock. Ich habe zwischendurch gegessen und Videos geschnitten und jetzt bin ich... Jetzt bin ich selber live. Jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr zu arbeiten. So, er specialt Eldritch. Das ist fein. Der goldene Lord. Da ist er. Mit 3,5. Das wird keiner wehtun. Und er kann hier gerade weder durch... Also er kann gerade nicht durch Karteneffekte destroyed werden. Das macht's painful. Er geht rein in die Battle-Phase. Überlebe ich das überhaupt? So, wir legen mal auf dem Friedhof den Bree, den wir nicht brauchen. Muss er mit seinem Eldritch angreifen. Also ist hier nicht mehr Game. Frage ist halt, durch Punishment kann ich nichts aus dem Extra-Deck specialen. Ishartos Top-Deck wäre halt krass. Darf eh nichts aus dem Extra-Deck special. Okay, das lassen wir mal so. Und jetzt sein Effekt triggert. Und ich packe ihn in Defense-Position. Dann aktiviere ich mal noch hier in seiner Endphase, um den Donnervogel zu specialen. Zack, können wir ihn in Attack-Position switchen. Und rein theoretisch Double Passé auf den Eldritch. Auch gar nicht so schlecht eigentlich. Okay. Okay, also das Ding ist, sein Eldritch hat gleich wieder nur 2,5. Mit einem Double Passé könnte ich mich retten oder ich könnte halt sagen, yo, okay. Oh ja, okay, wir chillen. Wir chillen mal. Er hat jetzt wieder nur 2,5. Weil hätte ich ihn jetzt mit den verbergenden Schwertern gebuckt, hätte ich gerade keinen Weg gehabt, ihn zu outen. Oder Zombie World. Oh oh. Oh oh, Chat. Ja, ich habe leider keine Rank 8s. Bespin, hallo. Er greift an. Okay, jetzt die Frage. Machen wir Double Passé oder lassen wir den Bree gehen? Ich sag Double Passé. Dass mein Monster erstmal auf dem Feld bleibt. I don't know, was wir machen, aber danach dann. Okay. Der Angriff wird zu einem direkten. Wie outen wir den Käse? Mit 200 remaining life points. Ich weiß es nicht. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Effekt Schicksalsfee End zum Special. Mhm. Und jetzt eine Backrow killen, eine gesetzte. Schade, dass ich nicht den Field Spell killen kann, aber das ist halt so. Oh. Oh boy. Okay. Also wenn ich jetzt den Eldritch kill, bin ich dead. Wenn ich jetzt den Eldritch kill, bin ich tot. Weil ich kill ihn, er special summon ihn zurück und GG'd mich. Der einzig richtige Move ist gerade, verbergene Schwerter zu aktivieren. Das ist gerade der einzig richtige Move, actually. Und passen und hoffen, dass wir, ja, I don't know. Ich weiß nicht, auf was wir warten, aber wir warten auf irgendwas. Okay, was macht er mit seinem Spektralschwert? Oh, mieser Missplay. Ich hätte noch mit dem Limitdrachen direkt angreifen können wegen Double Passé, Alter. Ah, ja, ja, ja. Oh, shit. Oh, wenn mich das gleich das Game kostet, ich flipp aus.
Oh, er wäre schon so close zu tot. Oh no. Miese Brise Missplay. Okay. Ja, den Spektralschwert kann ich halt auch nicht killen. Ich kann nichts killen, weil er dann fette Bossmonster macht. Mann! Ah! Come on. Er passt. Sehr gut. Oh, Breakthrough Skill könnte nice sein, though. Okay, das geht weg. Das Ding haben wir leider nicht. Aber es war... Da war auf jeden Fall Stuff drin. Weiter angreifen. Sure. Oh. Okay. Dagegen kann ich nichts tun. Ich würde es auch sagen. Es müsste over sein. Ein weiteres Set. Monster Reborn auf sein Link-Monster. Okay. Sure. Wieder in die Battle. Hätte der den nicht weglinken können und dann hätte er doch schon gewonnen gehabt, oder? Jetzt kann er seinen dummen Effekt nicht aktivieren. Ah, ich habe vorhin den Effekt über im Damage Step. Der macht den Effekt erst im Damage Step. Das ist kein Quick Effekt oder so. Okay, was hat er gemillt aber? Spektralschwert. Ja, das ist gut. Macht er jetzt Synchro Play. Okay. So, jetzt ist mein Limit Dragon eh weg. Der passt. Okay. Ja, der bringt mir nichts. Der Bray specialt ja nichts vom Extra Deck. Ja, das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts. Ja, und wenn ich den Eldritch kill, dann bin ich done. Dann kann ich eh nichts machen. Wir passen. Aber warum aktiviert er nicht sein Spektralschwert? Sehe ich nicht. Jetzt aktiviert er ihn. Jetzt bin ich. Spätestens jetzt bin ich cooked. In den Level 6 Synchro. Den Spektralschwert da. Samurai-Sage. Offene Karte wählen, zerstören. GG. Okay. Dann geht er gleich in die Battle-Phase, dann ist es auch Jover. Okay. So. Okay, erstes Game des Tages verloren, aber es war jetzt nicht aussichtslos, sag ich mal. Es war jetzt nicht aussichtslos. Wir gehen einfach weiter rein in den Rank Grind. Sehr nice Hand. Sehr, sehr nice Hand. Reliona ist instant unsere Combo. Wir haben einen Crawler Special Summon. Wir haben Empfänger Plays. I like it. Picasso. Ah, das aber schon. No! Melly, ich mag Tri-Brigade, aber es ist nicht mehr ganz so aktuell. Ja, ich weiß nicht, ob wir Schwertseele besiegen. Apropos Schwertseele, wenn du mit Master Duel starten willst, dann benutze das Free-to-Play-Deck Schwertseele, was Konami aktuell for free raushaut. In einem meiner neueren Videos, da zeige ich dir komplett, wie du von 0 auf 100 mit dem Free-to-Play-Schwertseele grindest. Pumsel, was geht ab? Ja, ich weiß nicht, ob wir zwei Monster in die Gates outen. Ich bin ehrlich, ich bin mir nicht ganz sicher. Dafür ist unser Deck einfach nicht fast genug. Wisst ihr, was auch krass wäre, so zu ziehen? So ein Board-Wipe. So schwarzes Loch-mäßig. Das wäre auch krass. Also ich spiele kurz, aber ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen. Leona, Normal Summon Effect. Wir sind halt jetzt in Gold, ne? Da erwarte ich jetzt viel öfter, dass jemand was Krasses zockt. Solemn Judgment! Auf mein Normal Summon, Bro, calm down. Okay, wir waren niemals in diesem Game drin. Okay. Gut. Und in der nächsten Folge von der Master Pack Challenge. Yes! 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 Oh mein Gott! Oh, wir probieren Pendel Deck. Oh boy. Oh, ich glaube, wir ändern unsere komplette Strat. Das alles und noch vieles mehr in der nächsten Woche von der Master Pack Challenge.